Mein Name ist Ulrike Zuber. Willkommen zur Zeichensetzung. Ich möchte Ihnen heute das Gedicht Ingeborg Bachmanns Die große Fracht vorstellen. Die große Fracht. Die große Fracht des Sommers ist verladen, das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit. Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, die große Fracht des Sommers ist verladen. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit und auf die Lippen der Galionsfiguren tritt unverhüllt das Lächeln der Lemuren. Das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit. Wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit, kommt aus dem Westen der Befehl zu sinken. Doch offenen Augs wirst du im Licht ertrinken, wenn hinter dir die Möwe stürzt und schreit. Ingeborg Bachmann war 26 Jahre alt, als sie dieses Gedicht geschrieben hat, 1952. Sie hat gerade aufgehört mit ihrem Studium in Österreich. Sie hat Germanistik, Psychologie und Philosophie studiert und ihre Doktorarbeit über Martin Heidegger geschrieben. Ingeborg Bachmann war eine Intellektuelle und das hat man in all ihren Werken auch immer wieder gemerkt. Man hat ihren Schreibstil hermetisch genannt, verschlüsselt. Und auch das ist in diesem Gedicht bemerkbar. Dieses Gedicht ist auch überladen, man kann fast sagen überfrachtet, mit symbolischen Bedeutungen, mit intellektuellen Anspielungen. Dieses Gedicht trägt im wahrsten Sinne des Wortes eine große Fracht. In der ersten Strophe finden wir uns im Hafen wieder. Das Schiff liegt im Hafen, eine Fracht wird verladen. Es ist nicht ganz klar, ob diese Fracht vom Land aufs Schiff oder umgekehrt vom Schiff aufs Land verladen wird. Das lässt Bachmann unklar. Was wird verladen? Eine Fracht, ein Frachtgut. Bachmann spricht nicht von Ernte oder Früchten. Sie wählt keine Worte aus dem Bereich der Natur, sondern aus dem Bereich des Handels. Objekte, die Menschen hergestellt haben, um sie zu verkaufen. Eine Fracht, vom Wort her, ist weder, das Wort ist weder positiv noch negativ beladen. Es ist einfach ein neutraler Begriff, aber durch die Assoziation, man kann etwas überfrachten, hat es auch manchmal einen negativen Einschlag. Man erfährt, dass auf diesem Schiff die Sonne fährt. Das Sonnenschiff, das ist ein antiker Mythos, den wir in vielen Ländern um das Mittelmeer herum finden, so auch in Ägypten. Und in Ägypten hat der Sonnengott fährt auf seiner Barke mit den Seelen der Menschen tagsüber über das blaue Himmelsmeer, um dann am Abend im Westen in der Dunkelheit zu versinken und in der Unterwelt den Toten das Licht zu bringen. Bachmann wählt hier einen heidnischen Mythos. Von einem christlichen Gott ist nicht die Rede. Es gibt kein jüngstes Gericht, es gibt keine Erlösung und auch keine Bestrafung. Davon ist nichts zu spüren. Es bleibt im heidnischen Bereich. Dieses Schiff wird begleitet von einer Möwe. Möwen sind gesellige Tiere und begleiten immer wieder die Schiffe. Sie erhoffen, sie sind gierig, sie sind neugierig, sie erhoffen sich Nahrung, die herunterfällt von den Schiffen. Hier in dem Gedicht ist nur von einer Möwe, der Möwe die Rede. Und die hat eine ganz besondere Beziehung zum lyrischen Ich, das in diesem Gedicht als Du auftaucht. Man erinnert sich an den Mythos vom Seelenvogel, den viele heidnischen Religionen kennen, wo die Seele als Vogel aus dem Mund entfliegt, und dann, um dann wieder zurückzukehren. Und das ist ein Motiv, das wieder dann an das Todesmotiv erinnert und die Bedeutung mit Totenmotiv unterstreicht. Möwen sind Kamikaze-Flieder. Die stürzen sich so von oben herunter auf das Meer und haben eine unmelodiöse Stimme. Sie krächzen, sie schreien. Das wird in diesem Gedicht auch betont durch den Reibelaut, das R in Stürzen und Schreien.
Und beide Verben fallen vollkommen aus dem Wohlklang der anderen Worte heraus, wo man lange Vokale hat und das Gedicht einen wirklich in Wohlklang badet, im wahrsten Sinne des Wortes. In der zweiten Strophe fährt das Schiff aus, Richtung Totenreich. Die hölzernen Figuren am Vordersteven der Schiffe, das sind sehr oft Frauen, wandeln sich in Totengeister, in die römischen Lemuren. Diese Galionsfiguren sind oft die einzigen Frauen an Bord eines Schiffes, weil Matrosen einen großen Aberglauben haben, nämlich Frauen an Bord eines Schiffes bringen Unglück. Und von diesen Galionsfiguren und den Lemuren werden die Lippen betont. Wieder ist es der Bereich des Mundes und damit der Bereich der Stimme, was auf die Deutung hinweist, dass wir es auch mit dem Motiv der Dichterin zu tun haben, die eben mit ihrer Stimme, in dem Fall unmelodiös, ihre Stimme erhebt, um auf einen drohenden Untergang hinzuweisen. In der dritten Strophe geht es Richtung Westen. Ein Befehl ist ausgegangen, anonym, unmenschlich, autoritär. Gegen ihn ist kein Widerstand möglich. Und doch äußert dieses Ich einen Widerstand. Dieses Du sagt, doch, ich werde nicht im Dunkel ertrinken. Ich will in Schönheit sterben, im Licht der untergehenden Sonne, und zwar offenen Auges. Ich werde mich nicht blenden lassen. Ich werde dem Untergang bewusst entgegengehen. Man kann auch an den Lichttunnel denken, den wir Abendländer im Augenblick unseres Todes sehen. Auch das ist in diesem Gedicht als Anspielung dabei. Die drei Strophen zeichnen sich durch eine ganz große Bewegung aus. Am Anfang befinden wir uns im Hafen. Dann ist das Schiff auf großer Fahrt. Und dann im Westen geht dieses Schiff unter. Und dieser ständige Standortwechsel, diese ständige Betonung wird auch durch einen Vers ganz deutlich. Wenn hinter dir die Möwe stürzt und streit. In der ersten Strophe ist der Blick des Du Richtung Land gerichtet, wo das Frachtgut verladen wird. In der dritten Strophe ist es gegen Westen gerichtet, wo die Sonne untergeht und das drohende Unheil beginnt. Die große Fracht wird verladen, das Sonnenschiff im Hafen liegt bereit, wenn hinter dir die Möwe stürzt und streit. Diese drei Verse umschlingen andere. Sie tauchen immer wieder wellenartig auf, wie die Wogen des Meeres, auf denen sich dieses Schiff bewegt, und betonen dadurch formal diese Bewegung, die wir inhaltlich in dem Gedicht eben auch haben. Drei Deutungen zeichnen sich sehr schnell ab, eine historisch-politische, eine philosophische und eben auch eine sehr autobiografische. Die historisch-politische, 1952. Das tausendjährige Reich ist noch nicht lange vorüber. Im Westen, aus dem Reich Hitlers, ist der Befehl zum Untergang gekommen. Die Menschen in Deutschland und Österreich haben sich befrachtet mit einer großen Schuld von Millionen von Toten. Und 1952 ist dieses tausendjährige Reich eben noch nicht vorüber mit den ganzen antisemitischen und faschistischen Tendenzen, die wir immer noch haben und die sich immer noch zeigen. Und in dieser Zeit wird es so wichtig für jeden einzelnen Menschen, sich die drei großen Fragen der Philosophie zu stellen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Bin ich ein Mensch, der Widerstand leistet, der offenen Auges einen Untergang sehe, oder lasse ich mich blenden? Verschließe ich die Augen vor dem Elend der Welt? Das Gedicht »Die große Fracht« von Ingeborg Bachmann trägt im wahrsten Sinne des Wortes eine große Fracht. Und diese große Fracht an Bedeutung kommt einher mit ganz einfachen Worten und ganz einfachen Bildern, die an unseren Ohren und vor unserem inneren Auge vorüberziehen.